Ich müsste morgen arbeiten, nachdem. Ja? Und jetzt frage ich mich, eigentlich, das ist mir wichtig, jetzt, die Arbeit. Jetzt frag mich nicht bitte, dass ich dir jetzt sagst, was du tun sollst. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da... Gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Das ist jetzt die Motivation, die Antwort ist, das erste Mal das Problem, ist es eine Frage der Kategorie 2. Du würdest jetzt von mir ein Ja und ein Nein erwarten, dass ich dir deine Entscheidung abnehme. Und jetzt musst du das erste Mal wissen, dass immer wieder das Wort entscheiden heißt, das Aufheben der Scheidung. Was in der Welt der Perspektiven gar nicht funktioniert. Das heißt, immer wenn ein Mensch sich entscheidet, habe ich oft erklärt, du bist auf einem Weg, das ist dein Leben, der genau genommen nur aus ständig wechselnden Bildern besteht. Und jetzt kommst du in eine Kreuzung. Und die Schwierigkeit ist, das Leben läuft. Du denkst chronologisch, darum läuft es chronologisch weiter und du kannst jetzt nicht stehen bleiben. Also wirst du dich entscheiden müssen, ob du rechts oder links fährst. Wir können dich da noch mehrere Möglichkeiten. Du musst zwischen mehreren Möglichkeiten, die kleinste Menge ist 2, mache ich es oder mache ich es nicht, musst du wählen. Weil das schiebt dich ja weiter. Okay? Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, läuft das Leben dann weiter. Aber das ist wie in einem Videospiel, wenn du in ein Videospiel an einer Kreuzung kommst, du dich entscheiden musst, mache ich dieses oder jenes. Es sind beide Möglichkeiten schon fertig. Die Wege sind schon vorbereitet. Das ist nicht billig, das Autobahnbeispiel. Das ist ungefähr so, ich habe früher immer wieder gesagt, um dir das bildlich vorzustellen, dass du jetzt, wenn du auf einer Straße fährst, ist wie wenn ein Film läuft. Das sind ständig wechselnde Bilder und im Videospiel, in dem Moment, wo du Entscheidungen triffst, läuft dann das in die beide Richtung oder die Richtung weiter. Aber was kommt, ist eigentlich auf der tiefen Ebene schon vorhanden. Und gut. Es gibt keine Verkehr. Das ist, aber jetzt müssen wir von der höheren Ebene aus gesehen, sieht es so aus, dass eine Entscheidung heißt das Aufheben der Scheidung. Du merkst, auf der unteren Ebene geht es nicht. Es hebt sich zwar die Scheidung auf, wenn ich jetzt rechts fahre, aber genau genommen bin ich einseitig geworden. Ja, ja, ja. Jetzt pass auf, jetzt denkst du dir Folgendes. Du kommst in eine Kreuzung, wo es rechts und links geht und das ist ein Kreisverkehr. Also so irgend... Und jetzt wirst du feststellen, ist es eigentlich wurscht, ob du rechts oder links fährst, weil du den eigentlichen Weg, den du zuvor hast, gar nicht verlassen kannst, wenn du weiterfährst. Ja. Was will der Meister dir jetzt damit sagen? Der Meister sagt dir, dass du dich jetzt entscheiden musst, du musst es machen und du wirst dich mit der Entscheidung was einhandeln. Entweder machst du es richtig, wenn du es richtig machst, das ist wurscht, dann lernst du nichts, weil deine Vorstellung von richtig ändert nichts an deinem Programm. Oder du machst es verkehrt und die Kehrseite ist das, was du noch nicht kennst. Das ist jetzt einmal eine grobe, das bringt dich aber kein bisschen weiter. Und du musst jetzt ganz tief einfach bloß in dir reinhorchen und musst du abwägen, ist mir das der Ärger wert, den ich eventuell kriege oder den ich hundertprozentig sicher kriege. Jetzt ist schon mal die Frage, kriegst du Ärger, wenn du dich jetzt für das eine entscheidest, dass du hier bleibst? Wir müssen nicht reden, das ist wichtiger, wobei was wir hier machen, ist nichts Neues. Müssen wir nicht reden, hast du tausendmal gehört. Das wird zwar dann doch immer wieder ein bisschen neu, aber das hängt nicht davon ab, ob du hier bleibst oder nicht hier bleibst. Oder was handle ich mir Ärger ein, wenn ich da bleibe, für das, was mir wichtiger ist. Und du wirst merken, dass dann viele dazu neigen, sich das immer hinzubiegen. Und ich sage als allererstes, lass dein Leben normal weiterlaufen. Man muss irgendwann einmal Prioritäten setzen. Und was dich weiterbringt, ist ein gewisser innerer Frieden. Du wirst nämlich merken, wenn du dir einen Ärger einhandelst, und darum sage ich immer wieder, das ist das erste Mal, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Und erst wenn du die Reife hast, dann kannst du das zum Teufel schmeißen. Da können wir jetzt übrigens, Robby, was ich ja oft unseren Heinchen gebracht habe, früher immer wieder mit Arbeitsstellen hinschmeißen. Ich sage, du kannst zu was Nein sagen, zum Beispiel nehme ich, ist das jetzt wichtiger, aber nicht, weil du was ablehnst. Und sein Bruder ist ein Musterbeispiel gewesen, den habe ich da wirklich verewigt, in vielen Beispielen mit dem Job hinschmeißen, weil er den Job ankotzt. Und jeder neue Job, der war ganz toll, aber bloß ganz kurze Zeit und dann ist das Problem noch größer auf ihn zugekommen. Der war ja, was ich noch wie vom Auto König wechselt zu dem BMW-Autohaus. Ja, mir Daimler war da kurz. Oder das weiß ich gar nicht mehr, weil das, mir fällt ja beim Heinzel, fällt mir ja hier 15 Jahre oder noch mehr. Das ist aber auch unerheblich. Und ist unwichtig. Weil das, was jetzt ist, was erzählt, was ich jetzt von ihm weiß, die jüngste Vergangenheit, ich will gar nicht drüber reden. Ja.
Zieh dich bloß runter. Ja, schon. Zieh dich runter. Der müsste eigentlich da sein. Du weißt, ich habe noch nie an die Tür gewiesen. Das war zigfach unser Gespräch. Er hat die letzten 15 Jahre zwei oder dreimal beim Udo angerufen. Und dann ist nicht mehr extrem scheiße gegangen. Und ich habe gesagt, Heinzel, ich werde dir nichts anderes erzählen, was ich immer erzähle, habe ich gesagt. Und du kannst gern, ob er mich besuchen kann, sag ich, du kannst gern kommen, dann gehst du nochmal in dich und dann rufst du mich an, dann machen wir einen Termin aus und dann kommst halt. Und dann hat er sich nochmal gerührt. Und dann hat er wieder drei, vier Jahre später mal angerufen und dann habe ich wieder dasselbe gesagt und dann hat er sich wieder nochmal gerührt. Ist mir wurscht. Ja, ich war ja immer wieder mal dort und habe ihm dann Redoblog gegeben und so, schau mal rein, ist einmal so ein Update und so. So alle vier Jahre bin ich nochmal hin, aber chancenlos. Ja, das ist einfach. Man muss loslassen was können. Halt jetzt ist die letzte Gaudi mit ist alles bla bla bla, was du ja selber. Aber was ich ihr gerade gesagt habe, man, von Anfang an, Heinzel war ja so mit dir eins. Auch physiognomisch. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich meinen Bruder. Wenn ich meinen Bruder anschaue, sehe ich dich. Das ist krass. Die Welt ist halt sehr verlockend. Die Welt insgesamt, Heinzel ist der Heinzel. Ja, ich weiß und das nicht, ist eine Rolle, die man spielen muss. Ob sie Welt ist, weil das ist, damit hat er jetzt gar nicht mehr. Ich denke mal, die Einflüsse, die da waren, da wo er drauf gehört hat, das war immer. Es ist nur, dass jedes Problem, das ein Mensch hat, hängt aufgrund der Einflüsse der Ratgeber auf dir hört. Habe ich heute nicht schon gesagt, du wirst immer ein billiges Abzippelchen sein von den Glaubenssystemen der Autoritäten oder Freunde, denen du Gehör schenkst. Und dieses Wissen zu deinem eigenen Wissen machst, ohne das Wissen selber in Frage zu stellen. Und da ist halt das mit den Autoritäten so überall unheimlich mächtig. Da hat jetzt irgendeiner, hat jetzt zum Beispiel hier ein Video reingestellt gehabt, weiß ich nicht mehr, wo in der Fußgängerzone junge Leute gefragt wurden, was sie vom Klimawandel halten. Das ist auch immer die Meinungsumfrage. Und das, wenn du dir anhörst, da stehen dir die Haare zu Berge. Und ich betone jetzt nochmal, ich bin weder dafür, noch bin ich dagegen. Holophilien geht einen ganzen Schritt weiter, da außen gibt es gar keine Erdkugel, geschweige denn ein Klima, wenn du nicht dran denkst. Das geht noch viel weiter, das will ja sowieso keiner hören. Aber was mir geht, ist diese Programmierung der normalen offiziellen Meinung, dass die hier drin sitzen. Da sagt der Reporter, ihnen ist aber schon klar, dass es auch Klimagegner gibt, dass da hier einige Professoren, dann erwähnt er sogar noch, der ehemalige Präsident vom Max-Planck-Institut für Wetterforschung ist mittlerweile ein absolut... Der Präsident vom Max-Planck-Institut, soweit ich mich erinnere, für Wetterforschung, ist mittlerweile ein absoluter Klimagegner. Also diese offizielle Darstellung. Und einige Nobelpreisträger. Das erwähnen die dann und das wird weggewischt. Das wird einfach weggewischt, weil die ja alle nicht recht haben, sondern die Offiziellen haben recht. Und das ist, da merkst du, das ist schon längst über den Nullpunkt, über diesen kritischen Faktor hinausgeschossen. Ich sage immer, es ist Sodom und Gomorra und es geht um Bilder, das sind Pixelmännchen. Übrigens, jeder, der das behauptet, was der sagt oder der Professor sagt, die ganzen Zahlen, du selber siehst Bilder auf einem Monitor oder auf einem Blatt Papier und du bist derjenige, der sich das ausdenkt und der bestimmt von den widersprüchlichen Meinungen, welche Meinung richtig ist. Du bist es. In deiner Welt zumindest. Das ist dieses Sprichwort, der Mensch, blau geschrieben, ist das Maß aller Dinge. Du bist deines eigenen Himmels Engel und deiner eigenen Hölle Teufel. Du bist der Richter über alles und jeden. Du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Zumindest für dich Geist, aufgrund des Programms des Intellekts, den du zurzeit um Denken benutzt. Und ich sagte, du kannst, es ist einer deiner leichtesten Übungen, sogar Naturgesetze zu verändern. So leicht wie ein Programmierer die Naturgesetze in einer virtuellen Welt verändern kann, wenn das Programm verändert. Und das Programm wiederum kannst du erst verändern, wenn du dich aus diesem System herausbewegst. Das heißt, du musst dich lösen davon, zu glauben, du bist eine ausgedachte virtuelle Figur, ein Trockennasenaffe. Du musst dich auch davon lösen, der erste Schritt ist, dass du dich zuerst einmal zu einem träumenden Geist machst. Der träumende Geist ist was anderes wie irgendeine Figur, die er sich ausdenkt. Aber von dem musst du dich auch lösen. Das ist der Doppelschritt, weil der träumende Geist ist jetzt mein Vorschlag, dass ich sage, wenn du schon gezwungen bist, wenn du an dich selbst denkst, irgendwas zu denken, dann mach dich nicht zu einem sterblichen Trockennasenaffen, sondern zu einem träumenden Geist. Dann wirst du nämlich schon passiver Schöpfer deiner Traumwelt. Passiv deshalb, weil du dir als träumender Geist nicht raussuchen kannst, was du träumst.
Aber dann ist schon vom Tisch, dass dir was passieren könnte. Ein träumenden Geist kann nichts passieren. Egal, was in seiner Traumwelt passiert, ihm selber wird dabei nichts passieren. Als sterblicher Trockennasenaffe hast du Angst vorm Sterben. Als träumender Geist, ich weiß nicht, ob du Angst hast vorm Wachwerden. Weil dann kannst du bloß noch wach werden. Und was ist dann? Wird jetzt deine Logik wieder fragen? Das ist ungefähr so wie zwei Babys in einer Gebärmutter, die sagen, was kommt, wenn wir aus der Gebärmutter rauskommen? Ich sage, lass dich überraschen. Aber es ist ganz anders. Es ist eine wesentlich höhere Ordnung. Das ist Holophilie. Und das ist eben, dass ich hier niemandem vorschreibe, was er glauben soll. Das ist lauter, das ist Religionsgesellschaft. Physiker, Lehrer machen das, die schreiben dir genau vor, was du zu glauben hast. Und diese ganzen Glaubenssysteme stehen alle im Widerspruch wieder zu anderen Glaubenssystemen. Und das ist Holofeeling ja nicht. Holofeeling sagt, all die Glaubenssysteme haben recht. Es sind Puzzlestücke, es sind wichtige Einzelteile von Holofeeling. Also muss keiner Angst haben, dass ich ihn seinen Glauben wegnehme. Wir vervollkommnen den bloß. Genau mit dem Zeug, das du bisher mit deinem Glaubenssystem bekämpft hast. Das ist der Trick, den man verstehen muss. Und das läuft jetzt nur noch intra. Der Personal kann ich fast nicht sagen und dann doch wieder, weil es ist ja, wenn der Geist im Zentrum der Persona sitzt, die du jetzt um dich herum ausdenkst, dann ist es intrapersonal. Ich sage, es ist was Intimes. Und solange du meinst, du müsstest irgendwelche Gedanken von dir, von irgendetwas überzeugen, dass deine Welt besser wird, die du dir ausdenkst, hast du nicht verstanden, dass die Welt von dem verändert wird, der sie sich ausdenkt. Und dann kommt wieder die Sache mit dem blinden Arschloch. Und jetzt sind wir wieder in dem Widerspruch. Ich sage, das macht ihm die Vollkommenheit aus. Kann ich was verändern, ohne dass ich was verändern will? Du kannst es geschehen lassen. Und dann musst du aufhören, permanent jegliche Art von Veränderung verhindern zu wollen. Das heißt, du musst aufhören, irgendwas zu bekämpfen. Das ist Liebe deine Feinde. Wieder ein Jesusspruch, der ein Hammerschlag ist. Wo mit Sicherheit kein Christ was davon verstanden hat. Bring mir einen, der sich Christ nennt, der keine Feindbilder bekämpft. Das wäre dann, wenn du das jetzt ansprichst, das nehmen wir die alle nicht für voll. Und du solltest aufhören, dir große Gedanken über deine eigenen Gedanken zu machen. Was ist der Heinz jetzt? Ein Gedanke. Ich sage immer wieder, die Figur, die du spielst, die wird es nicht schaffen. Das kannst du beobachten, wenn du dich aufregst. Aber du wirst plötzlich merken, was du für miese Peter bist in Kleinigkeiten, wie du negativ reagierst, über welche Sachen du dich noch aufregst. Aber stimmt oder stimmt, Irene? Ich kann es auch mal drüber schmunzeln. Ab und zu. Das ist gut so. Das ist immer wieder das ist Theorie und Praxis. Man nagt sich immer bloß selbst. Wen denn sonst? Es spielt, es dreht sich alles nur um den einen, nämlich um den, der mich jetzt zuhört, mir jetzt zuhört. Und dieser eine, das ist das, was du verstehen musst, was du bist. Das Schönwetter runter Predigen von Esoterik und Eins und Non-Dualismus, das ist alles richtig, aber das werde ich nicht satt machen. Man hört es an, immer wieder, ich denke jetzt, mir fällt jetzt mein Sigmund ein, hier vor 20 schon in Almener, dann hat der Sigmund, der jetzt sehr edel gealtert ist, muss ich sagen, oder mein Heiner, jetzt, wo sie alt werden, wo sie an die 70 hinrauschen, jetzt fangen sie an zu verstehen, die kriegen eine Ausstrahlung, die werden komplett anders. Die machen seit 20 Jahren Holofilm. Da hat immer so schöne Weisheitssprüche, hat mir der Sigmund immer geschenkt, den Kettle. Und ich sage, das ist ganz lieb von dir, Sigmund, du solltest irgendwann einmal anfangen, das zu leben, zu verstehen. Nicht einfach bewundern, die Sprüche bewundern und sich welcher jeden Scheißdreck aufregen. Oder vor alles mögliche Angst haben. Die Raube, die zum Spinnen anfängt, hör auf damit, wer weiß, wo das hinführt. Drum sind diese Bilder da. Selig sind die Verrückten, fang zum Spinnen an. Im Verhältnis zu normalen. Und wenn du merkst, dass es nicht gut ankommt, musst du halt den Mund halten. Ich habe mit meinen Menschen die letzten 10, 15 Jahre überhaupt keinen Ärger, weil ich mich mit Leuten gar nicht zusammen tue, die das nicht interessiert. Ich bin froh, wenn ich nicht reden muss. Das ist ein Akt von Demut. Ich höre mich ja nicht gern reden. Müsst ihr meine Frau fragen. Ich liebe Schweigen. Aber es nützt euch ja nichts, wenn ich euch anschweige. Da wäre ich ja wieder Guru, der sagt mir, lass uns in die Stille meditieren. Bing! Ich sehe die Herstellung. Das ist mal die alte Geschichte in Deisendorf, wo ich, habe ich schon ein paar Mal erzählt, in Deisendorf hat irgendwer, war um 2000 rum,
haben die in Deisendorf am Bodensee im Rathaus also irgendwann gemietet, dass ich aber hier einen Vortrag halt so wie jetzt im Blindfeld, werde ich eingeladen, werde ich gefragt, so, okay, sagt was, dann komme ich, dann quatsche ich euch zu. War natürlich kostenlos alles, hat dann nicht finanziert, ich verlange sowieso nichts. Und da war ein Dach drauf, oder zwei Dach drauf, ist da war am Bodensee einer, der hat sich Alexander genommen, der hat behauptet, er ist der wiedergeborene Christus. Und da waren in Deisendorf waren dann drei Anhänger drin, in meinem Vortrag. Und da haben wir den Mund abfußlich gedreht, hören die Vorträge von mir an und dann sind die mittendrin aufgestanden raus und dann hat eine, wo sie rausgeht, sich rumdreht und sagt, ich rieche Schwefel und ist aus dem Saal rausgegangen. Drei Tage später ist dann der neue Messias aufgetreten, wo sie Anhänger waren, die hat 280 Mark Eintritt verlangt und die hat sich dann hingestellt, 20 Minuten und hat Halsstrahlen ausgesendet. Und ich sage, wie kann es eigentlich so primitive Menschen geben, die auf sowas reinfahren? Ja, das ist halt die Welt. Das ganze Esoterik, geh mal auf eine Esoterikmesse. Die kommen sich so unendlich gescheit vor. Darum sage ich als Udo immer, das, was ich dir erzähle, hat weder was mit einer religiösen Spinnerei, mit einer esoterischen Spinnerei und schon gar nicht mit irgendeiner vollkommen geistlosen naturwissenschaftlichen Spinnerei zu tun. Lass uns von dem reden, was jetzt ist, was jedes Kind sofort überprüfen kann. Von dem rede ich die ganze Zeit. Schnipp, Kirchenglocken. Sind das wirklich Glocken oder bloß ein Geräusch? Die Glocken magst du. Das Geräusch mache ich für dich in meinem Kopf. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch gesellen sein zur Hand. Rinnen muss der Schweiß und so weiter und so weiter. Und das lass uns jetzt nochmal mit Holofeeling auseinanderlegen. Und du wirst dich wundern, das ist dein komplettes Leben. Gerade die Poesie. Lies Shakespeare. Lass uns Shakespeare in einer guten deutschen Übersetzung lesen und nachher machen wir die Wörter, lesen wir nur die Hauptwörter, die dabei stehen mit Holofeeling. Die ganze Welt spricht zu dir, die ganze Poesie, die Lyrik spricht zu dir. Egal was, selbst die Magitüdensuppe, wie ich immer sage, bring mal Magitüdensuppe und wir schauen mal, was da drauf steht. Die Magie. Suppe ist das Bewusstsein von UB. Da gibt es keine Zufälle, glaub es mir. Überhaupt keine. Es gibt hier so wenig Zufälle, wie du, wenn du ein Videospiel spielst, in irgendeiner Form, was zufällig passieren kann auf dem Bildschirm. Was passiert, ist auf einer tieferen Ebene auf dem Programm, darfst du uns ganz nett auftauchen. Und wenn du das einmal demütig akzeptierst, dass dein momentanes Leben nichts anderes ist und dass jeden Moment, den du jetzt erlebst, egal wer du zu sein glaubst, in deinem ganz individuellen Spiel, das du spielst, maßgeschneidert von Augenblick zu Augenblick ist für dein Bestes. Jetzt zum Beispiel im Ildi-Leben diese Frage, bleibe ich jetzt da oder gehe ich, weil ich auf die Arbeit muss, weil ich Nachtschicht habe? Was ist mir wichtiger? Jetzt kommen ja die Gedanken, sollte mir das jetzt wichtiger oder das wichtiger sein? Und jetzt wirst du schon wieder Einseitigkeit. Die Fragen stellen sich gar nicht. Lass es fließen, schau, was du magst und schau, was du dir damit einhandelst. Weil der Sinn des Lebens ist, dass du dein jetziges Programm durchschaust. Und es ist nicht besser, ob du das oder das magst, sondern es ist besser, dass du zum Beobachter wirst. Und der Beobachter, von dem ich rede, der hat keine Entscheidungsfreiheit. Die Frage, wie er sich entscheiden muss, stellt sich überhaupt nicht, wenn du der geworden bist. Sondern du schaust, wie sich das irgendwie jetzt... dessen Rolle du spielst aufgrund des Programms dann doch in der Summe der Eigenschaften entscheidet. Habe ich nicht definitiv immer mein Speisekartenbeispiel, wo ich sage, solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, wenn du in ein Lokal gehst, dass du dir raussuchst, was du bestellst, du suchst dir das nicht raus. Wenn du wirklich dich beobachtest, wirst du merken, wie du funktionierst und was die Ursache ist, dass du dir dieses oder jenes bestellst. Das hängt davon ab, von dem momentan, wenn du das lesen tust, was für Gefühl du hast. Und das kann dieselbe Speisekarte, wenn du die mehrere Mal im Jetzt in dir auftaucht, immer jetzt natürlich, kannst du beim einen Mal, wo es da ist, auf das am Bock kommen und das andere Mal hast du darauf am Bock. Du musst dich jedes Mal überraschen lassen. Und wenn du der bist, wo ich dich versuche hinzuführen, was eigentlich gar nicht geht, weil du bist es ja schon, du musst dich bloß wieder erinnern, dass du das bist, dann wirst du jetzt dich auch entscheiden mit dem Programm und du sollst das nur beobachten. Ja.
Du musst dich doch gar nicht entscheiden. Wenn du ich bist, hast du überhaupt kein Problem damit. Und dann schaust du, was du dir damit einhandelst. Und egal was, mehr lernen tust du, wenn du es verkehrt machst, weil dann lernst du was Neues kennen. Vielleicht war dir das von vornherein schon klar, dass du dir das dann einhandelst, und dann hockst du das ab. Und dann wirst du feststellen, es ist vielleicht doch besser. Jetzt haben wir wieder die zwei mit, die Antwort, was du von mir nicht kriegst. Weil dann werde ich ein normaler Guru, der sich in dein Leben einmischt. Darum ist es mit Holofeeling sehr unbequem, weil die Leute wollen ja wieder immer von wem anders gesagt bekommen, was sie tun sollen, was sie glauben sollen. Und die, die dir dann sagen, was du tun sollst und was du glauben sollst, die fühlen dich sowieso in die Irre, die ich dir schicke. Ich sag als Udo Brösel, ich erkläre dir, was du bist, und wenn du das dann einigermaßen verstanden hast, wie du funktionierst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dir sage, was du tun sollst oder was du glauben sollst. Das ist eine ganz andere Ebene. Selbst hier ist Holofeeling eine komplett andere Ebene. Und das ist auch nur für den, der mich jetzt ausdenkt. Das ist jetzt die, auf der unteren Ebene hier, da was du meinst, bist du sowieso alle. Das sind wir wieder bei unserem Videospiel. Das ist dasselbe Bücherrekord. Ja, aber das ist sobald sich einer in unserem Chat, die Kollektion, meine ich jetzt das Chat in unserem Leben, das nur ein einziges Leben ist, aber sehr komplex, über die Inge dann wieder aufregt, über ihre Smileys und ihre Herzchen oder die Idee aufregt. Das Problem hat nicht der, über den sich aufgeregt wird, außer er ärgert sich dann, dass sich der über mich aufregt, dann hast du bloß deine eigene Spiegelung, sondern bloß der sich aufregt, hat das Problem damit. Das ist aber dann ein anderes Programm. Aber das Programm bleibt bestehen mit dem Charakter. Ja, der Charakter ist ja nochmal, das Wort Charakter auf Hebräisch schreibt sich A-P-I, Aleph P-J. Und das ist wieder blau gelesen, ist das schöpferische Wissen eines Intellekts. Der Avatar heißt dann halt anders. Genau so ist es. Das Spiel ist immer dasselbe. Der Geist, der alle Rollen durchspielt, es gibt nur einen Geist. Und immer wieder, ihr Geistesfunk, das ist ja Blödsinn, die Definition ist schon verkehrt, es ist ein allereinziger Geist und die Reduzierung von Geister von Geistesfunk ist schlichtweg und einfach, es gibt nur einen Computer und die Reduzierung von dem Computer auf einen Spieler, Mechanimus, ist nur eine KI, die uns aus dem Konstruktprogramm rausdenken, der jetzt letztendlich die Bildersteuer die aufschmeißt. Jedes Programm, jeder Mensch, ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm, wie war das gerade? Bei dem Wort Marion wird das Programm Robert Neugebauer eine andere Marion als erstes konstruieren wie das Programm Udo Becher. Selbes Geräusch, du wirst einen anderen Kühlschrank konstruieren in der Küche wie die Inge in ihrer Küche. Du merkst jetzt, und wenn ich bloß auch schließe mal deine Augen, wirst du je nach deinem Programm an einen ganz bestimmten Körper denken. Das sind so einfache Sätze. Die sind hundertprozentig sicher, es gibt nichts darüber zu diskutieren und darum wiederhole ich das bis zum Erbrechen. Das heißt, wenn ein Geist, ein Hauch von Geist in dir drin ist, dann werde ich das irgendwann nochmal glauben, was da anders ist. Und alles, was ein Naturwissenschaftler dir sagt, anfängt schon von Planeten, die sich um die Sonne herumdrehen. Zeig's mir. Du bist nicht in der Lage, mir das zu zeigen. Ich kann mir das vorstellen. Ich will es aber sehen auf meiner VR-Brille. Geht nicht. Kannst nicht mal eine Tasse vollstellen. Richtig, genau das ist es, Jürgen, genau das ist es. Weil du in der Welt der Perspektiven schon die Dreidimensionalität nicht sehen kannst, außer perspektivisch. Und was das Nächste ist, dass die Tasse genau genommen, wenn ich immer sage, wenn du drehst, oder will ich nicht wieder ins Detail gehen. Wenn mir mal das Tetraeder-Prinzip, was ich immer wieder anspreche, das ist ja da in der Physik, das wird überall beschrieben, in allen heiligen Schriften. Spiegen Hüben 3 und Drüben 3. Ich bin da so drauf eingegangen, ob du den Büchen Lu, die Bibel der Zen-Buddhisten nimmst, ob du jetzt hier das Alte Testament nimmst. Ich zeige dir das, wo das schriftlich drin ist, arithmetisch sogar mit den Zahlen. Ich kann es immer wieder bloß sagen, wobei, da müssen wir jetzt nicht ausufern, bevor du nicht einmal richtig checkst, was du selbst bist. Das ist, wenn die Macht, die Übermacht ist von Illuminaten, von Gescheiten, von Mächtigen. Es gibt keinen, der mächtiger ist, wie der, der sich die Mächtigen ausdenkt. Der ist mächtig. Die Mächtigen, die ausgedacht sind, sind bloß mächtig, weil der sich die mächtig denkt. Und das, die Ursache wiederum ist dein Programm. Und wie ich immer sage, wenn Mächtige oder Gescheite in die Auftauchen, müssen im selben Moment müssen Deppen entstehen.
Das ist übrigens auch in dem Spiel mit den Namen, wenn ich sage, wir haben unendlich viele Schneeflocken. Und wenn die sich vereinigen, nenne Schneeflocken Geistesfunken. Wenn die sich vereinigen, dann werden die Zorngletscher. Und dieses geistliche Licht ist die Weisheit Gottes. Also mach aus dem roten G, L, mach ein P. Das ist es. Hat nichts jetzt mit dem Brösel zu tun. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist auch schon die Zufälle, wo man sich reinsteigern kann. Das müsste immer wieder das Schöne hier, wenn ich jetzt eine Udo-Geschichte mache, in dem Wiedererinnern, wenn das in dir auftaucht. Da sind wir gestern, Tobias, drauf eingegangen, mit den Anlagen, wo ich sage, dass ich da Geld mit meinen Entdeckungen gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass die Physikbücher nicht stimmen, als vollkommen ungebildeter Mensch. Die Haupterkenntnis ist nicht gewesen, dass ich was eindeutig, hundertprozentig sicher nachweisen konnte, dass da elementare Fehler in den Physikbüchern sind, dass die Physiker, die ich mir, meine Helden, meine Götter waren das, als junger Busch autodidaktisch angelesen, dass die das nicht wissen. Ich habe es auch nicht gewusst, bevor mir das eingefallen ist. Ganz einfach durchsuchen, durch Neugier. Dass ich dann so erfolgreich war in meinem Beruf, diese Zeitphase, diese 20 Jahre, das ist nicht das Entscheidende, sondern dass ich mich gefragt habe, verdammt nochmal, da muss was in mir drin sein, das weiß wesentlich mehr wie die ganzen Physiker. Damals vollkommen normal gedacht. Da muss was in mir drin sein, das wesentlich mehr weiß, weil es ist ja aus mir gekommen, ich habe es ja nicht von außen gekriegt. Und dann hat mich nur noch interessiert, was da in mir drin ist. Dann fängst du an, nach dir selbst zu suchen. Du solltest dich jetzt einmal fragen, wenn du akzeptierst, dass du ein träumender Geist bist, dass du dir jetzt den Udo ausdenkst. Dass wenn ich jetzt eine Figur in deinem Traum bin, muss dir klar sein, dass alles, was Figuren in deinem Traum äußern, du die Quelle davon bist. Du ist natürlich jetzt nicht der, der vom Computer vielleicht sitzt oder in Udo in einer gewissen Entfernung sieht. Das ist das Spiel auf dieser unteren Ebene. Du bist der, der sich alle ausdenkt. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, dann bist du auch für alles verantwortlich. Und da ziehen dann die meisten den sogenannten nicht-männlichen Schwanz ein. Weil du bist für alles verantwortlich. Und dann doch wieder nicht, weil ist ein träumender Geist dafür verantwortlich, was er träumt? Merkst du den Trick, wo ich jetzt gehe, diesen Zwischenschritt über den träumenden Geist, der ja jetzt auch was ausgedacht ist, ist der, der sich als träumenden Geist denkt, der ist dafür verantwortlich. Und jetzt wirst du die Trinität irgendwann einmal verstehen müssen, die in diesen ganzen heiligen Schriften erwähnt wird. In den Upanishaden, in Ubeska, in all den, in den Udanas. Ich gehe immer wieder, wenn wir jetzt ins Japanische reingehen, das Judo, das Budo, das Kyudo. Gibt es eine eigene Schrift von mir davor, wenn du das lesen wirst. Japanisch, Kampf, Japan. Ja ist wieder Gott. Pan ist auch dort im Griechischen. Das ist alle Mystik, alle Religion und alle Naturwissenschaften verschmilzt in einem einheitlichen System. Das ist Holofil. Und deine Traumwelt ist, für die Traumwelt, die du zurzeit hast, für die Menschen ist es nicht. Und darum sage ich immer wieder, will ich nochmal deine Rolle weiterspielen, aber werde zum Beobachter von dem, was du zu sein glaubst, vor allem lege den Fokus auf dein eigenes Werte- und Interessensystem. Und das ist so unendlich eng in Angesicht der Möglichkeiten für das, was du dich alles interessieren könntest, dass jetzt zwar von dir kurz gedacht werden kann, aber ich habe da keinen Bock dazu. Also ist vollkommen okay, mach das. Das ist eine Sache mit Reife, das ist wie in der menschlichen Entwicklung. Du wirst dich als 10-Jähriger oder 15-Jähriger für andere Sachen interessieren, wie als 30-, 40-Jähriger, wenn du mit Anstand alt wirst. Es mag Menschen geben, die als Erwachsene noch mit der Eisenbahn spielen. Ist ja gar nicht da, weil ihr Papa hat eine große Eisenbahn im Keller stehen. Ach. Siehst du, ich schaue ins Leere. Stimmt oder stimmt? Was jetzt das in keinster Weise gegen die Figur durchgesprochen ist. Verstehst du, der muss seine Rolle genauso spielen, wenn der Geist im Hintergrund ist. Aber dann wirst du irgendwann begreifen, wer ist der Geist im Hintergrund von dem Dirk, den wir uns jetzt ausdenken. Wenn du das Laura-Programm hast, ist da ganz beim Dirk ist eine ganz, ganz klare Vorstellung da. Dirk H., kannst du übrigens sagen, DR ist deine Generation. DR habe ich ein paar Mal schon gesagt, das Generation. Das ist der Weg, schreibt sich übrigens im Hebräischen. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das ewige Leben. Diese drei Funktionen, die Trinität zieht sich überall durch. Du hast eine Trinität in allen möglichen Phasen. Wenn die Zahlenlehre gehen, es gibt zum Beispiel unser
Wasser, das Symbol von El Hayom, Gott das Meer rot geschrieben, hat drei Aggregatzustände, festflüssig, gasförmig. Ich sage selbst, eine Zwiebel, Zwiebel, hat drei Zustände. Du kannst eine rohe Zwiebel zum Kochen benutzen, du kannst eine andünsten oder bräunen. Schmecken dreimal komplett anders. Und der Derek schreibt sich D-R-Kaf. Das heißt deine Generation. Das ist das hebräische Wort für Weg. Für Weg. Das hebräische Wort Weg, Straße. Sag ich mal für dich jetzt. Das schreibt sich 4220. Also DR heißt Generation und das Kaf am Ende als Endsilbe gelesen, als Suffix gelesen, heißt dein. Das heißt deine Generation. Das ist der Weg. Aber dann setzen wir uns ja in Bewegung. Merkt ihr, das ist Holo-Feeling, das wird immer runder, egal so viel, wie du spitzt. Das ist Dark. Netflix. Wo man dann mit Entsetzen feststellt, in dem Film ist es, dass die feststellt, dass ihr Mutter ihr Tochter ist. Und du stellst jetzt plötzlich fest, dass dein Vater eigentlich jetzt dein Sohn ist. Weil wir die Rollen tauschen, wenn du wach wirst. So wie sich die Kausalität umdreht. Dass nicht deine Mutter und dein Vater dich erschaffen haben, sondern du erschaffst diese Trockennasen auf den Eltern durch dein Denken, weil du dich mit einem Trockennasenaffen verwechselst. Das ist übrigens jetzt hundertprozentig sicher. Wo war jetzt die ganze Zeit deine angeblich leiblichen Eltern? Die waren nichts. Die haben nicht existiert. Und rein durch die Worte, wenn du an sie denkst, erschaffst du die hier und jetzt in deinem roten Kopf. So wie du dich selbst erschaffst als Trockennasenaffe aufgrund deines Programms, deines Glaubens. Und wenn du jetzt meinst, mein Glauben verändere ich dann, wenn die anderen das zuerst machen, du musst der Erste sein. Soll ich nochmal anfangen, willst du deine Welt verändern, verändere zuerst einmal dein Land. Und dann sage ich, okay, gehen wir es langsam an, ich verändere zuerst einmal meine Familie. Aber wenn gröber gestampft, Schwächeren, verändert den Heinzel, verändert die Uli, jetzt wo wir gerade gesprochen haben, du hast keine Chance. Und wenn du das jetzt erkennst, dass es nicht möglich ist, selbst in einem näheren Bekanntenkreis Veränderungen durchzuführen, außer ich bin bloß mit welchen zusammen, die mir nach dem Mund reden, dann wirst du schmunzeln, ganz leicht schmunzeln, weil dir bewusst wird, wie wahnsinnig sind welche, die auf die Straße gehen, um meinen, dadurch ihre Welt verändern zu können. Was haben Revolutionen zurückrollen, letztendlich in der Weltgeschichte, und jetzt gehen wir in den großen Rahmen, du kannst jetzt in deine geistigen Archive gehen, ich sage einfach mal ins Internet, und du holst dir jetzt gedachte Vorstellungswelten von Vergangenheiten aufgrund dieser Programme heraus. Und du wirst feststellen, es hat noch niemals in der Welt eine Revolution gegeben, in dieser Zeitgeschichte, die dir zugänglich ist, wenn du jetzt in dir willst, im Internet willst, das heißt in dir selber, Internet steht für Gott, das irgendeine Verbesserung gebracht hätte. Ganz im Gegenteil, es ist jedes Mal schlimmer geworden. Und das, was Revolution war, zurückrollen, hat eine Evolution, eine neue Welt erschaffen, die wieder durch eine Revolution zerstört wurde. Und wenn wir in den politischen Bereich gehen, verfolge mal ganz einfach das Zahnreich, die Revolution des Kommunismus. Alles, was diese Revolutionsführer versprochen haben, haben sie 10-mal, 100-mal noch schlimmer gemacht. Die wollten die Todesstrafe abschaffen, gehen in eine Zeitgeschichte rein, und es hat dann noch wesentlich mehr Todesstrafen gegeben wie unter Zorn. Ist noch nie anders gewesen. Es wird in der jetzigen Revolution der Idioten, der Kleingeist, der Kinder an den Macht. Das ist alles, Triebfeder ist schon immer das Geld gewesen. Das Geld ist eine Sau. Und wenn einer meint, hier als Brösel, der denkt noch nicht oder nicht mehr so, dann lass doch einfach einmal los. Verlass dich einfach mal, wenn das, da muss dann, das ist wie mit Drogen. Komm mal, wir können jetzt, wo ist mein Krause, wo ist mein Michael? Der hat leicht reden. Das hat damit nichts zu tun. Das geht um deine innere Einstellung. Ich kann immer wieder bloß sagen, ich lebe, Betsy sagt, ich lebe an Luxusproblemen. Aber das ist nicht, was ich wollte. Da gibt es nichts, was ich wollte oder nicht wollte, weil ich wirklich so einfach lebe und für Geld für mich überhaupt kein Thema nicht ist. Seit 96. Das ist immer ein gewissem Maß, dass man sich wirklich auf Null setzt. Und darum ist all die, die vor Energieausgleich reden, das sind Schwätzer, weil die würden es nicht verlangen, wenn sie nur noch am Geld hängen würden. Oder ich ungebe ich mein Spendenkonto an. Es ist ja nicht, dass du deine Rolle verändern sollst. Es ist immer wieder, wenn du den Sprung machst,
dann solltest du dir wirklich sicher sein. Was, wie ich damals alles hergeschenkt habe, mich vollkommen 96 auf null gesetzt habe, ich habe seit 96 kein Konto mehr, keine Versicherung, gar nichts und alles, was ich mache, mache ich umsonst. Es ist ohne Frage, mir ist klar, dass dann immer wieder meine Frau ein Baumarkt zuschiebt. Aber das bleibt, das ist mir vollkommen, bin ja nicht blöd. Ich habe davon nichts mit und ich lege auch wirklich keinen Wert drauf. Ich muss das immer wieder sagen. Und das muss man aber dann auch vorleben können. Da muss ich keinen Großkotz oder dieses, ich lehne eigentlich die meiste Zeit ab. Wenn ich jetzt Urlaub machen wollte, ich weiß gar nicht, was ich, wo ich eingeladen bin, wo ich Urlaub machen könnte. Aber wollen wir gar nicht, wir wollen gar nicht weg. Ich brauche kein Fahrrad, ich habe Stecken, für was brauche ich ein Fahrrad? Das ist natürlich so primitiv, sich zu machen, ist es dann wirklich primitiv? Dann denke ich mir an Holger mit einem schönen Golf GTI aus. 240 PS. Mein Chauffeur, das sind Luxusprobleme. Oder die innere Zufriedenheit. Es geht, das ist, wenn du die Weisheit liest, das Buch der Weisheit. Aber die Reife, wenn du es ausprobierst, ist immer wieder so eine Sache. Du musst dann konsequent sein. Du musst klar sein, du wirst geprüft. Jetzt könnte ich wieder die Abraham-Geschichte erwähnen. Wenn du nicht wirklich dir hundertprozentig sicher bist, geh einfach nur mal sicher und bleib in der alten Spur. Mach dir Gedanken, wenn du was hinschmeißt, warum? Erhoffst du dir eine Belohnung, wenn du da bleibst? Du kannst jetzt dir einreden, das ist wichtiger. Oder ist es nicht sinnvoll, jetzt hast du mal den Job nicht zu verlieren oder Ärger auf der Arbeit zu kriegen, doch lieber dann auf die Arbeit zu gehen und sich das nicht anzuhören, was eigentlich nichts Neues ist, weil das hast du eh schon tausendmal gehört. Die Entscheidung, Entscheidungen selber treffen, ist erst einmal der Sprung, dass ich beobachte, wie ich mich erscheide und die Frage jetzt Kategorie 3, warum? Warum, ja. Mach dir einfach bewusst, du sollst nur rauskriegen, wie diese Rolle funktioniert, wie die tickt, was die dir für Sachen suggeriert. Und dann bist du schon in einem Bereich der Selbstmeditation, wo ich sage, die wirkliche Meditation muss jeden Moment passieren. Das heißt, sich jeden einzelnen Moment bewusst zu sein, was jetzt da ist und warum es da ist. Ist es ein Reizauslöser oder ist es schon eine Interpretation von mir? Das Rauschen der Blätter. Machen das jetzt die Blätter, macht das der Wind? Wind hörst du nicht und die Blätter hörst du auch nicht. In der Kombination haben wir schon wieder zwei Sachen, die was machen. Aber existieren die Blätter überhaupt, wenn du nicht an das Rauschen denkst? Ist ein Rauschen da, wenn du einen Wind spürst? Sehen kannst du nicht. Kannst du den Wind fühlen jetzt? Schon irgendwie den kalten Wind. Aber das, was du fühlst, ist doch nicht der Wind. Das ist wie der Laserstrahl, wenn ich sage, ich sehe einen Lichtstrahl. Habe ich so oft erklärt mit dem Laserstrahl. Die ganzen Physiker, wenn sie dort sind, dann zeigen die einen Lichtstrahl. Denn ich fände elementare Erkenntnisse. Das ist wie wenn dir ein Fußballer zeigt auf einem Bildschirm. Er sieht Sachen, die er gar nicht sieht. Du spürst Sachen, die du eigentlich gar nicht spüren kannst. Schallwellen. Das sind immer eine ständige Umformung, die natürlich auch wieder deine Logik macht. Du wirst merken, es ist wirklich, Holo-Feeling ist so unendlich einfach, es ist bloß viel. Also es ist einmal nötig, dass man die elementaren Grundlagen sich aneignet und weil das viel ist, merken jetzt die meisten, die seit 10, 15 Jahren ein bisschen zumindest am Rande sich dafür interessieren, es bleibt einem nicht erspart. Weil sonst wird es immer ein Buch mit 7 Siegel sein, wenn du den Udo sprechen wirst. Mit Jets und mit rotem Kopf und blauem Kopf und... Obwohl es dann so leicht ist, wenn man es verstanden hat. Es ist wie Fahrradfahren. Wer kennt nicht die Angst, wenn man das erste Mal auf dem Fahrrad drauf sitzt, dass man nach rechts und links umfällt? Versuch das einmal, wenn du Fahrrad fahren kannst. Da muss es wirklich fast stehen, dass dann der Punkt passiert, dass du nach rechts oder nach links umkippst. Solange das in einer transversalen Bewegung bleibt, ist es schön aufrecht. Ist unstet und flüchtig. Also habt ein bisschen mehr Vertrauen in den alten Gangster da oben. Ne, Pezi? Dir geht es ja auch so schlecht, seit du einen Konkurs anmelden musstest. Ich habe schon 7 hinter mir. Na? Ich habe schon 7 hinter 7? Mir. Wer bietet mehr? Wer bietet? Und immer noch da. Und immer noch da. Und immer noch da. Immer noch da. Jetzt kommt der 8. Ich sehe das, kann man richtig früh erleben. Ne? In deinem Leben kann man richtig früh erleben. Ja. Das ist alles, weil du in, wir haben es in einem Laufrauf bist. Und da musst du die Rolle machen. Das ist alles, wo sich eine engagieren.
Darum ist immer schön, die Freiheit bin ich, engagiere mich nicht. Das ist, das, was ich dir erzähle, ist eh schon passiert. Dir, den Geist. Und das sind immer Selbstgespräche, weil ich ja deine Rolle jetzt spiele. Da wirst du dann, wenn man das oft genug hört, kriegt man damit, wenn ich sage, ich bin das, was du für einen Moment sein wirst, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast. Und der du für immer sein wirst, wenn du mich verstanden hast, weil dann liest du das nächste Buch und bleibst dabei ich, der, der sich's ausdenkt. Und wenn du es nicht verstanden hast, liest du das nächste Buch genauso deppert, wie du das jetzige Buch gelesen hast, dann solltest du vor jedem Scheiß. Das ist die Chance, die dir dieses Leben bietet. Das ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Leben von Filmleben. Nicht, dass das Leben als Ding an sich besonders wird, sondern weil dieses spezielle Leben dir jetzt diese Chance bietet. Und zu tun hast du nichts. Was muss ein träumender Geist tun, dass er träumt? Da merkst du schon, es kann auch sehr angenehm sein, wenn man keinen Einfluss hat. Und wenn ich jetzt das Vertrauen habe, dass jeder Moment für mich der beste ist, ich nur lernen muss, wie ich mit dem momentanen Programm reagiere, das heißt, es erfordert nur, dass ich beobachte. Aber du bist kein wirklicher Beobachter, wenn du das Beobachterste interpretierst. Sobald du das, was du beobachtest, interpretierst, erschaffst du schon wieder neue Informationen durch deine Interpretation. Der wirkliche Beobachter schaut einfach nur, was ist. Ihm wird bewusst, das ist das Bewusstsein. Ausgedachte natürlich jetzt, rot geschrieben. Und das symbolisiere ich mit den Tierforschern. Ein wirklicher Tierforscher sympathisiert nicht mit irgendwelchen Tieren und mit anderen Tieren symbolisiert er nicht. Ihr wisst, wenn ich immer wieder sage, ich beobachte jetzt an einem Wasserloch und da kommt eine, jetzt kommen schon Wertungen, eine süße, kleine, unschuldige Gazelle. Das ist immer wieder so schön, wenn man, wieso sagt man eigentlich unschuldige Kinder? Weil die sich das nicht raussuchen konnte. Meinst du, ein Erwachsener konnte sich raussuchen, was er ist? Jeder, den du dir ausdenkst, der ist unschuldig. Schuld ist der, der sich's ausdenkt. Und solange du permanent mit deinem Ego die Schuld anderen zuweist, weist du den anderen die Macht zu, weil die Schuld, nochmal die Frage nach wer ist, Schuld ist die Frage, wer hat's gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Der, der sich's ausdenkt. Bist es nicht du? Wer denkt sich das heliozentrische Weltbild aus? Wer denkt sich so einen Scheiß überhaupt aus? Oder Grieche? Oder was auch immer. Du. Und sobald du sagst, das hat der entdeckt, das hat der gemacht, das hat der entdeckt, wieso haben die das dann entdeckt? Gibt es die überhaupt, wenn du sie nicht denkst? Die Frage beantwortet sich von selbst, wenn du deine materialistische Logik überwunden hast. Und wenn du noch an diesen Fehler der materialistischen Logik hängst und einer behauptet das in deinem Traum, dann wirst du mit einer Riesenarroganz sagen, was ist das für ein Arschloch, der hat doch überhaupt keine Ahnung. Das ist die Meinung der Masse über meine Lehre. Übrigens auch die, die ich als Jesus gegeben habe oder als Paracelsus gegeben habe. Das sind dann einige Anhänger von einem Jesus, die aber, die, genau die haben von dem, was ich gelehrt habe, überhaupt nichts verstanden. Nicht das Geringste. Das ist auch wieder so eine schöne Spiegelung, dass die, die am meisten meinen, die haben am meisten Ahnung. Wir sind ja Physiker, wir Physiker. Die haben am allerwenigsten Ahnung von der wirklichen Physik. Oder wir Theologen, die haben von der wirklichen Theologie überhaupt keine Ahnung, allen voran die ganzen Pfaffen. Keine Schuldzuweisungen, ich beschreibe. Ich erinnere nochmal, ich war bei mir im Laden, wo ein junger Pfarrer reinkommt und der erzählt mir dann von Jesus und also, Moment, sag mir mal bitte, was du gestern Nachmittag um 3 Uhr gedacht hast. Und da schaut er mich an und sagt, das weiß ich nicht mehr. So, es ist hochinteressant, du weißt nicht mehr, was du dir gestern um 3 Uhr gedacht hast, aber du glaubst hundertprozentig sicher zu wissen, was ich mir vor 2000 Jahren gedacht habe. Ein anderer. Das sind normale Menschen, hochstudiert, gebildet. Und das wird dir immer bewusster. Ich sage wirklich, wir sollten uns wirklich einmal den Spaß machen. Ich wollte es im Bleinfeld, aber die Zeit hat wieder nicht gereicht. Dass wir ganz gezielt uns einmal hinsetzen und wir schauen uns einige Hochschulvorlesungen an. Physik, in Theologie, egal was, in Philosophie. Wenn du selber jetzt, wenn ich dabei bin, ist es ja noch krasser, weil dann halte ich das nach jedem zweiten Satz an und dann wirst du feststellen eigentlich, wenn du ein bisschen Holo-Feeling machst, und da geht es nicht um Kritisieren, nochmal. Kritik ist immer mit ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Wir schauen, was da ist. Und dann merkst du in den ganzen Äußerungen, dass das nur ein einziges Rezitieren vom Buchwissen ist. Selbst bei Philosophen. Und dass im Hintergrund, egal, selbst bei idealistischen Philosophen,
ganz massiv im tiefsten Hintergrund dieses heliozentrische Weltbild weiter mitschwingt. Übrigens, selbst bei sogenannten Flat-Earthern ist das heliozentrische Weltbild noch dort, das sie jetzt bekämpfen, weil sie jetzt wissen, dass die Welt doch eine Scheibe ist. Und dann wird alles mit Bildern bewiesen und mit logischen Konstrukten. Und sobald du dich auf so ein logisches Konstrukt einlässt, ist das natürlich sofort wieder logisch, wenn du dich darauf einlässt. Und ich sage, geh einfach mal die Gedankengänge mit und dann überdenk das nochmal selber. Ich fällt jetzt, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, weil es ein schönes Beispiel ist. Da gibt es zum Beispiel welche, die Sonne ist eigentlich blödsinnig. Ich sage immer, die Sonne ist ja keine Wärmequelle, auch keine Lichtquelle. Wenn wir jetzt unsere VR-Brille aufsetzen und du siehst eine Landschaft mit Schatten, dann ist es vollkommen dreidimensional vor dir, aber da muss dir klar sein, die Sonne, die du auf deiner VR-Brille hast, ist nicht die Lichtquelle, die diese Schatten wirft. Es funktioniert ganz anders. Das weiß man, wenn man solche Spiele programmiert. Das ist aber die Wirklichkeit. Das Programm findest du, das ist die hebräische Tora. Aber da sind deine Hochschulen, die sind so damit beschäftigt, ihren Status aufrechtzuerhalten. Das ist immer wieder dasselbe Spiel. Und die vergehen. Mach dir keine Gedanken, die vergehen alle. Wenn du begreifst, dass du ein ewiger Geist bist, dann hast du ja kein Problem damit. Das, was du Menschheit nennst, diese Massen von Trockennasenhaffen, die du jetzt mit deiner jetzigen Logik konstruierst, die vergehen genauso wie die Neandertaler und wie die Dinosaurier. Gedanken können nicht überleben, existieren, das kann nicht überleben. Das, was ewig ist, ist der Geist, der es erlebt, der immer ist, immer, El Hayom. Es ist eine Selbstgeschichte, eine Selbstbeschreibung. Dasselbe findest du übrigens auch in den Upanishaden, bloß in anderen Formulierungen. Wenn man die Tiefe erkennt. Und wenn ich jetzt so solche logische Konstrukte habe, du wirst es feststellen, die Beweise, dass die Welt eine Scheibe ist, wo die im Internet auf YouTube anbieten, du kannst die alle mitgehen, die sind alle durchaus logisch. Nicht alle, aber viele. Aber einige halt wieder nicht, weil es eben nicht vollkommen ist. Und dann gibt es dann eine schöne These hier zum Beispiel, dass wenn ich jetzt höher gehe, es wird ja immer kälter, wenn ich doch dann näher zur Sonne hingehe, muss das doch wärmer werden. Das dürfte doch wohl logisch sein. Selbst stell dich immer unten ins Tal und dann gehst du auf die Zugspitze oder noch höher auf den Mount Everest und dann wirst du feststellen, obwohl du der Sonne ja näher kommst, okay, wird es eisig kalt, obwohl es doch eigentlich wärmer werden müsste, noch im Angesicht, dass man ja über die Wolken das, was noch Wärme rausfiltert, auch zusätzlich noch durchstoßt. Wo ist der Fehler? Der Fehler ist ganz einfach. Wir stellen uns jetzt die Erdkugel vor. Ich mache immer meine 1,30 Meter Erdkugel. Wenn ich jetzt weiß, wir nehmen mal den Mount Everest mit 10 Kilometer, wenn die Erdkugel 1,30 Meter, das sind jetzt die Originalmaße plus minus, dass wir es schön leicht uns vorstellen können, wir machen die 1,3 Kilometer Erdkugel und diese 10 Kilometer sind dann genau 0,1 Millimeter Höhe. Entschuldigung, 1 Millimeter. 1 Millimeter sind 10 Kilometer, 1 Zentimeter sind 100 Kilometer. Okay, jetzt pass auf, jetzt denk dir diese Erdkugel mit 1,30 Meter und wir haben jetzt hier den Mond, da ist 1 Millimeter drüber, ist er, wenn man hochgeht. Und jetzt pass auf, jetzt denken wir uns da die Sonne hin. Wie viel näher ist denn dann der, der da auf der Erdkugel ist? Weißt du, was ich meine vom Winkel? Das ist alles hell. Wenn ich hier 1 Millimeter drüber bin und die Erdkugel geht bei 1,30 Meter ja so und da ist die Sonne, wie viel näher ist dann der an der Sonne wie der hier? Was macht da der Millimeter aus? Merkst du, ich bin jetzt einfach nur mal eins rausgezoomt und stelle mir das ganzheitlich vor. Solange ich hier das natürlich jetzt die Sonne immer direkt einstreuen kann, sondern wenn ich doch näher an die Sonne komme, jetzt ist aber die Sonne nicht unmittelbar drüber, sondern die ist dann, und in dem Winkel ist natürlich das eine ganz, ganz andere Strecke wie der 1 Millimeter. Also ist das, diese Theorie schon wieder vom Tisch. Und du hängst dich jetzt auf und das Hauptproblem ist, du willst diese materialistische Logik, du erwartest von Naturwissenschaften einen newtonschen Weltbild, newton-galileischen Weltbild. Ich glaube, in Du bist ich, sage ich, die ganze moderne Naturwissenschaft, die du dir jetzt ausdenkst, ist auf deinem Mist gewachsen. Und die fahren alle im Fahrwasser von Newton und Galilei. Das ist die Grundphysik. Jetzt mittlerweile haben wir ja schon Quantenmechanik und Galilei hatte die Scheibe zur Kugel geformt. Und ich sage, wenn du im Fahrwasser von Jesus fahren würdest, geistig, dann hättest du schon längst aus der Kugel ein Himmelreich gemacht. Aus der Scheibe, Entschuldigung, ein Himmelreich gemacht. Aber da müssen wir ja selber denken. Und das ist immer, wie verstehe ich selber denken? Kann ein träumender Geist selber denken? Du musst dann nochmal tiefer graben, wesentlich tiefer graben, weiter nach innen gehen. Dich immer die Frage stellen, egal sobald du was denkst, dir fragen, wer denkt sich das jetzt aus?
Und dann kommt schon wieder die Frage, wer denkt sich den aus? Und wer denkt sich den aus? Und da gibt es eine alleinzige Antwort. Ich. Das ist das rote Ich. Das immer noch in Verbindung steht zum blauen Ich. Da muss man die 4x verstanden haben. Jetzt machen wir Pause. Einfällt. Das ist wie, wenn ich jetzt hier sage, ich mache meine Erfindungen, ich will Sternenlang besser machen. Was könntest du noch besser machen? Und dann fällt mir was ein. Und dann sage ich jetzt, was ist das für ein Scheiß? Aber ich höre keine Stimme. Das ist jetzt den, den du dann irgendwann findest, den ich damals gesucht habe. Das ist deine eigene tiefere Ebene, aus der alles entspringt. Gut. Super. Gut? Doch was Neues, ne? Irgendwie. Hast du nur drauf? Das schneidest du dann draußen. Ne? Ja. Sehr gut. Das ist ja auch immer, das ist ja auch immer so eine Sache hier mit dem Staatsanwalt im Gericht. Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt. Und das, was viele Staatsanwalt, ist ja eigentlich ein Rechtsanwalt. Das ist der Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt vertritt den Angeklagten und der Staatsanwalt vertritt den Staat. Das ist der Rechtsanwalt vom Staat. Und das ist ja eigentlich das hebräische Wort, genau genommen ist der Satan. Das ist der Satan, das hebräische Wort Satan, was oft als Widersacher übersetzt wird. Der vertritt eigentlich, das ist jetzt in der Hiob-Geschichte, der Satan vertritt eigentlich mehr oder weniger die Rechte von Gott. Wo dann Gott sagt, den lässt man jetzt einmal und dann wird jetzt der Hiob zum Angeklagten und wenn er das durchsteht, dann ist eben immer wieder so eine Sache. Diese Verschiebungen, dass er eigentlich genau genommen immer Staatsanwalt müsste an und für sich die Rechte vom Bürger vertreten, weil der Staat ist ja eigentlich bloß ein Sammelbegriff für die einzelnen Bürger. Oder was du meinst, das geht sehr in die Irre. Das ist eben die, gerade jetzt was Rechtsanwälte anbelangt, ist die große Masse übrigens der Bundestagsabgeordneten sind Rechtsanwälte. Rechtsverdreher, sagt man. Ja. Die Juristerei. Das ist, wir hatten jetzt mal in Murnau, der Michael ist doch nach Murnau gezogen und er sagt, dasselbe Spiel hat mir jetzt durch Weißenburg durchlaufen, die ganzen Neubauten in Nürnberg in der Innenstadt. Er sagt, die Innenstadt, er hat noch nie so viele Schilder gesehen bei Häusern. Es sind entweder die Tafeln, Gemeinschaftspraxisen mit verschiedenen Ärzten oder die Tafeln voller Rechtsanwälte. Ja, genau. Das heißt, die teuersten Wohnobjekte oder in den Innenstädten jetzt hier, gehen wir bei uns, ist in der Augsburger Straße, wenn du durchläufst, wieder medizinischer Scheiße oder irgendwie Staatsanwälte oder Rechtsanwälte oder Ärzte. Offensichtlich verdient man am meisten Geld jetzt im klassischen Sinn, wenn du Rechtsanwalt bist oder Arzt bist. Und umso mehr Ärzte wir bekommen, umso mehr Kranke hat es geben. Das ist übrigens jetzt kein Witz, da gibt es sogar Statistiken, habe ich aus das Buch heraus. Eine Angabe war von irgendeiner Ärztegemeinschaft, dass in den letzten 10 Jahren sind die Krankheiten um über 60% gestiegen. Merkt man übrigens auch im Krankenhaus oder früher, was in Kleinigkeiten ist, die Notaufnahme, die ist welche jeder. Da kommen manche, die sagt, ich muss einen Arztbericht schreiben, die schreiben sich beim Kochen einen Schnitt im Finger, einen halben Zentimeter. Gehen die in die Notaufnahme ins Krankenhaus? Das überhaupt nicht einfach. Deswegen brauchen wir so viele Rechtsanwälte, wenn wir so viele Ärzte haben. Weil die Rechtsanwälte müssen ja dann prozessieren wegen der Kunstfehler. Und dann ist alles quillt über in der Aktenlage. Es ist schon längst Sodom und Gomorra. Es ist längst schon in Großstädten ist es dahin. Hast du auch schon den Buch der Medizin ausgedacht? Alles nur ausgedacht. Ja, auf den Spezialisten. Es geht immer tiefer rein. Von der Palästinenserin. Nee, ich habe es gelesen, ich habe es nicht angeschaut. Kann 1 plus 1 1 sein, Abschluss? Sehr geiler Film, wenn da nochmal kommt, musst du unbedingt anschauen. Nein. Super Film, der war ich war. Wo ist der Komma? Wann? Auf wann? Ja, lief aber auch noch auf anderen. Ich hab's gelesen. Das ist ja schon, das 1 plus 1 ist 1, ist ja schon immer die Sachen, Formulierungen, die Ausuferungen der klassischen Mathematik, ich sage jetzt ganz bewusst Mathematik, also dieser anerzogenen Lechenlehre, wenn du diese Gedanken oft mitgehst, ich habe ja einige Beispiele in Vorträgen schon gebracht, musst dich gleich abschütteln und die werden immer logisch erklärt. Ich sage, das ist ein gewisser Akt von Fantasie, das kannst du dir alles Mögliche logisch erklären, aber du musst es wieder auf das Einfache runter reduzieren. Das, was ich jetzt zurzeit mache, ist einfach nur darum, wiederhole ich diese einfachen Sachen, weil ich sage, wie willst du was wirklich Komplexes
verstehen, wenn du nicht bereit bist, aufgrund deiner derzeitigen Ego, deines Intellektes, diese einfachen Sätze zu akzeptieren. Zum Beispiel nur zu akzeptieren, dass wenn du etwas nicht denkst, nicht anschaust, dass es dann für dich wahrnehmenden Geist nicht existiert. Und dass ich jetzt sage, dass es selbstverständlich auch dann da ist, wenn es nicht existiert, aber dann existiert es nicht. Da sein, rot geschrieben, ist was anderes wie existieren. Und jetzt mache ich, wenn du es nicht verstehst, weil es zu kompliziert ist, du denkst jetzt, du sitzt an deinem Computer, du hast irgendeinen USB-Stick, wo ein Film drauf ist, und da existieren keine Bilder, die sind aber da, aber nicht existierend. Und erst wenn du die aus diesem USB-Stick auf dem Bildschirm herausrechnest, beginnen die Bilder zu existieren. Es existiert nur das, was du anschaust in deinem Traum. Es ist aber alles, auch die anderen Welten sind gleichzeitig da in unser Konstruktprogramm, was ich gerade erklärt habe. In diesem Konstruktspiel, in diesem Videospiel. Und das Bücherregal ist ein Spiel mit unheimlich vielen KIs. Das sind all die Leute, die du kennst, zumindest vom Hörensagen. Und dann sind natürlich viele, die du kennst, wo du sagst, die gibt es ja nicht, die waren schon da, die Reichen, die Weisen, die ganzen alten Philosophen, Sokrates, Platon, Aristoteles, dann die Einsteins, die Heisenbergs der Welt. Das ist ja nur Figuren, die du aus das Buch heraus kennst. Und jetzt sage ich immer wieder, pass auf, ich gebe dir ein Fetzen Papier, da steht jetzt Heisenberg und Max Planck drauf und dann gebe ich dir ein Fetzen Papier und da steht jetzt meinetwegen, was ich Clark Kent drauf, Superman oder Rumpelstilzchen. Und jetzt ist die Frage, das was da ist, was existiert, ist ein Fetzen Papier mit Worten, die du zu Geräuschen machst und in Maßsetzung deiner Logik machst du jetzt Vorstellungen. Und mit deiner Logik bestimmst du, was in der Vergangenheit existiert hat und was nur Märchenfiguren sind. Es geht um den Vorgang als Ding an sich, das ist komplett derselbe Vorgang. Aber deine zwanghaft anerzogene Logik bestimmt, und den hat es schon gegeben, bevor ich ihn gedacht habe, und das andere ist nur eine Märchenfigur. Was wäre jetzt, wenn man dir in der Schule was anderes erzählt hätte? Das heißt, wenn du einen anderen Schwamminhalt hast, ist das komplett austauschbar. Stimmt oder stimmt? Das ist die Demut und das ist das, was du akzeptieren musst. Und sobald sich jetzt massiv einer dagegen wehrt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist noch ein sehr unreifer Geist, der hat noch viele Leben zu leben, bis an den Punkt kommt, dass ich wieder in ihn auftauche. Das wird nicht in der Zukunft passieren. Immer nur jetzt. Und darum sage ich jetzt, diese Zeitspanne, die du dir als Leben, als menschliches Leben, jetzt sagen wir mal von 100 Jahren setzt, Affe, Kopf, das hat nichts mit chronologischer Zeit zu tun. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Jetzt, wenn ich mir das im hebräischen Original steht, dann steht für 1000 Jahre steht das Wort Elef Shinun He. Und jetzt, wenn ich im Wörterbuch nachschaue, dann merke ich, Elef heißt unendlich viel. Das ist auch 1000. Ist aber unendlich viel und Shinun He heißt Schlaf. Heißt auch Jahr. Darum wird das mit Jahre übersetzt. Ist schon wieder übrigens ein Fehler, weil dann müsste ich nämlich das Shin und He in der Mehrzahl setzen. Kennt ihr mehr mit Zauberer, wenn ich das stelle, wenn man die genauer anschaut, was du merken, wie selbst Juden diese Tora sowas von viel übersetzen in Bezug zur klassischen jüdischen Grammatik und sich das hinbingen bis zum Es geht nicht mehr, um den anerzogenen Kontext dieser Übersetzungen aufrechtzuerhalten. Aber das muss jetzt dich überhaupt nicht interessieren. Ich sage mal, das muss dich so wenig interessieren, wie dich interessieren muss, wie ein Handy funktioniert, wenn du telefonierst. Aber ab einer gewissen Reife wird es dich interessieren, weil du anfängst, dich für alles zu interessieren. Und das ist nötig, wenn du anfängst, dich für dich selbst zu interessieren, weil du bist alles. Und du wirst nie begreifen, was es heißt, alles zu sein, wenn du dich nicht für alles interessierst, weil dann interessierst du dich nicht für dich selber. Und du hast unendlich viel Zeit dazu. Also nicht nur diese bisschen, was du dir noch gibst, bis dich wegzwirbelt, dich bröselt, bis dich wegbröselt. Da könnte ich sagen, das passiert schon, wenn du nicht dran denkst. Ja, jetzt mache ich aber noch was. Ja, danke. Ja, egal. Wann gibt es noch Brotzeit? Wann wollten wir zum Grillen? Sie können zwischendurch was machen, weil grillen wollen wir erst heute Abend. Ja, passt doch. Ihr wolltet doch sonst noch was unternehmen. Lasst uns wir wollten doch zur Sommerrodelbahn fahren. Ja, klasse, wenn ihr das wollt. Ich fahr gerne mit runter. Ich wollte mir den Dinger mal anschauen vielleicht.
Da ist was neu gebaut und vor der Sommerrodelbahn. Hast du da, da gibt es ein neues. Das ist eine Minigolfanlage. Nein, die ja, kenne ich doch alles. Kenne ich doch alles. Das gibt es schon ewig, aber die haben ganz neu, da war ich noch nicht dort, die haben ganz neu, da war so ein ganz kleiner Imbiss mit dort vor der Sommerrodelbahn. Und da gibt es seit einem halben Jahr haben die eine riesen wie Raststätte fast hingestellt. Restaurant. Das ja, es ist auf der Webseite zu sehen, da haben sie Fotos davon. Das ist ganz neu. Das ist, ich fahre immer dran vorbei, ich habe gesehen, wie es gebaut wurde, aber das ist jetzt erst eröffnet worden. Gell, Karin? Ich kann es dir gar nicht sagen, ich war selber auch noch nicht dort. Ich bin dir doch schon ein paar Mal vorbeigefahren, wenn wir zu Gittchen immer gefahren sind. Hast du wieder nicht aufpasst? Nein. Wollt ihr dann auch alle mit? Also ich fahre mit. Ja? Ist ja gleich um die Ecke. Sommerrodelbahn, Minigolf. Streichelzoo, Imbiss. Ja, die haben da Tiere, wirklich. Hey, echte Tiere. Ja, richtige. Vier- oder zweibeinige. Ja, ist doch gut. Dann. wann fahren wir los? Meinst du, es ist was Gesundheit. Dran? Hubert? Ja.